Hallo liebe Community-Family und Zuschauer, ja, und natürlich liebe Anime-Fans, herzlich willkommen zu der 11. Folge von Attack on Titan, Wings of Freedom. Einen kleinen Schluck zwischendurch trinken. Und ich denke mal, wir machen jetzt mal diese Erkundungsmission. Okay, Titan auf den Trainingsgelände, wende dein Wissen an, um sie zurückzuschlagen. Probieren wir es mal. Finde ich interessant. Mina Corlin. Eine Absolventin der 104 Trainingseinheit. Ihre Leistung als Kadettin reichte nicht aus, um eine der 10 Besten ihres Jahrgangs zu werden. Sie meldet sich für den Aufklärungstrupp, nachdem Erens leidenschaftliches Verlangen, die Titanen zu vernichten, auf die abgefärbt hat. Bei der Verteidigung des Bezirks Trust gehörte sie zu derselben Einheit wie Eren. Hallo. Und tschüss. Autsch. Ja, ich komme ja schon. Ach hallo, das ist ja ein Titan. So, das ist nicht so auch ein Signal. Naja, mich auch. Ach nee, das heißt ja Gesundheit. Sehr schön. Und zack. Gib mir lieber was. Alter, jetzt übertreiben sie es mit den Tieren. Alles klar. Das heißt, viele, viele Titanen besiegen. Viele, viele Titanen. Oh, Alter, jetzt kann er auch den Kettenangriff. Ich hoffe, den kriege ich hier Eren auch noch. So. Und tschüss. Pass auf den Rücken auf, Freundchen. Und tschüss. Der nächste. Ich kümmere mich, glaube ich, mal um den da. Lässt du sie in Ruhe? Zack. Ja, und hoppala. In der Stadt fühle ich mich wie Spider-Man, hier fühle ich mich wie Tarzan. Och man ey. Ja, auch mir passiert hin und wieder mal. Und ab das Beinchen. Und ab der Nacken. Wo bin ich? Ach da. Jupp. Oh. Zivilpinalunterwerfung erschienen. Und tschüss. Man kann ja sagen, es passt ja dasselbe, was man auch im Spiel macht, aber wenn ich dafür spezielle Sachen kriege, warum nicht? Wollen wir jetzt eine kleine nette Abwechslung in der Hauptmission? Juhu!
Woiho, ich bin Tarzan. Ihr könnt euch bewähren, indem ihr weiterkämpft. Ja. Der Blick alleine. Das sieht aus, als ob er was genommen hätte. Jo. Jo. Ja. Hier, Stammrolle freigeschaltet, Armin. Mina, Thomas und Jen. Also, finde ich interessant. Eine Expeditionsmission wurde zum Expeditionsmission hinzugefügt. Zum Schlachtfeld hinzugefügt, südliche Religion, 1 Erkundungsgebiet. Und gespeichert. Also, ich finde das, diesen Zusatz noch sehr interessant, muss ich ehrlich sagen. Ach, das kennen wir ja schon. Prost. Viele Dinge brauche ich ja nicht normal vorlesen. Meine Stimme bedankt sich. Danke. Bitte. Weiter. So, jetzt sind wir wieder an der Basis. Ja, toll, kannst du nicht rüberspringen. So, das hatten wir. So, und hier kennen wir ja das noch vom, dass man das hier alles erledigen kann. Ey, die Schwieg, Alter. Da habe ich ein B bekommen, ich weiß auch nicht warum. Ach ja, weil ich kaum eine Mission gemacht habe. Ah, mach mal weiter hier. Nun gut, Erwin. Wir brauchen deine Kraft. Sorge dafür, dass du jederzeit kampfbereit bist. Ich bin okay. Gut, wir sehen auf dich. Honey Soon. Honey ist in einer Abteilungsführerin im Aufklärungstrupp, die nicht nur ausgezeichnet kämpfen kann, sondern auch ein hochintelligent ist. Auch hochintelligent ist. Und für Erwin viel Denkaufgaben übernimmt. Sie ist auch daran, erzielt Titanen zu fangen und sie zu erforschen, was oft zu Meinungsverschiedenheit mit Erwin führt. Obwohl sie im Notfall eine zuverlässige Befehlshaberin ist, geht Hannis Interesse an den Titanen gelegentlich mit ihr durch, was für ihre Untergebene und ihre rechte Hand Mobilität ein ständiger Grund Mobilität ein stetiger Grund zur Sorge ist. Ich zähle auf euch, auf dich, Erwin. Das vorrangige Ziel ist auf der Aufklärungsgruppe ist es, die Identität der Titanen zu bestimmen. Darum ist es wichtig, dass wir einen von ihnen fangen. Wichtiger als je zuvor. Wie oft soll ich es noch sagen? Uns fehlt alles an Personal für eine Mission zu fangen eines Titans. Ich weigere mich. Titan, sie nähern sich aus der Ebene. Alle Einheiten, seid wachsam. Erwin, lass mich los. Warte, Angie. Titan, ich komme euch besuchen. Abteilungsführerin, es ist so gefährlich, allein loszuziehen. Ihr nach, Levi. Uff, was für eine Dummheit. Ah. Ich reite im Galopp. Alles klar. Drücke Kreis in der Nähe von einem Pferd, um aufzusitzen und halte beim Reiten Kreis, um abzusitzen. Auch beim Reiten kannst du 3D-Manöver ausführen. Wenn du X drückst, während du in Bewegung bist, kannst du das Tempo ordentlich anziehen. Allerdings können Pferde nur so lange galoppieren, wie ihre Ausdauer vorbleibt. Ja. Okay. Aufsetzen. Yahoo!
Auch der fette Bauch war weg. Also finde ich hier mal interessant. Hier konnte man jetzt mal ein bisschen reiten. Das, also hier kann man ein bisschen reiten. Oh, Kampf in der Ebene. Ebene einigen sich nicht für 3D-Manöver. Erscheint ein Standort, dass der Burg keinen Anker, kannst du dort keine ankerbasierten Bewegungen ausführen. An solchen Standorten wirst du an Titan niemals überlegen sein. Nutze daher dein Pferd, um Titan von hinten anzugreifen. Zack. Komm her. Zack, zack, zack. Oh Mann. Zack. Komm her, Pferd. Da sind Rauchsignale. Hinter. Galoppiere. Schneller. Schneller. Jetzt sehe ich schon, das hat mit dem Titan zu tun. Oh. Und zack. Oh. Kommst du mal her? Oh. Ja, hallo. Bonanza! Warum fehlt mir diese Scheiße jetzt gerade erstmal ein? Ja, nicke nochmal zum Abschied. Och, Pferdchen. Oh, kommst du mal? Ich dachte, das. Weit. Ja, fall um. Zack, jetzt kann ich eigentlich mal zu der anderen Mission aufbrechen. Die in grünen Rauch ist. Und tschüss. Zack, perfekte Landung. Autsch! War das nicht weh? Och man! Mein Pferd ist eindeutig zu blöd, um über ein Haus zu springen. Haus sag ich schon, Zaun. Sieht aus, ob das Haus ihn aufgespießt hätte hier. Ade. Und zack. Ich muss jetzt nochmal. Oh, ich hab nur noch. Ich hoffe, ich halte das mit dem Gas hier noch ein bisschen aus. Und ja, gefallen. Alter.
Ach, Kleiner, was willst du denn von mir? Da sind noch zwei, los! Und zack, jawohl! Zack! So, weiter geht's. Oh, damit der Schlitzer. Es ist sehr interessant, mit dem Pferd hier mal unterwegs zu sein. Ja, und meine Nachbarn machen wie immer Krach. Während ich am Aufnehmen bin, finde ich immer sehr nice. An dieser Stelle grüße ich auch mal meine Nachbarn, falls sie mal das Video sehen. Und tschüss. Natürlichchen, wo bist du? Ach, da bist du Natürlichchen. Ich muss mal kurz auf die Zeit gucken. Nicht, dass ich hier ein bisschen... Und tschüss. Schneid dir auch die Haare, gerade. Ja, Gesundheit. Dann hinter. Oh, kannst du. Ja, ich bin schon unterwegs. Oh, wie kann sein, dass mehr und mehr Leute hier fallen? Wer hat hier was? Ah, da. Ich brauch doch Material, ihr Säcke. Oh. Hey, Leute, ich liebe das. Und mein Pferd läuft hinter mir her. Ja? Jo, gib ihm Gas. Gib mir das Gas. Und los, weiter geht's. Da ist ein Titan, der Biestchen aufmuckt. Ich hab doch schon losgelassen. Bonanza.
Pärtchen, wo bist du? Da. Da oben ist der nächste. Ah, hier sind mehrere. Na los. Zack. Ja, und tschüss. Und die haben da auch noch Probleme, wie ich sehe. Alles muss man hier alleine machen. Bumm. Dabei ist das nur ein Pipi-Kleiner. Wollt ihr mich jetzt trollen hier? So macht man das. Fertig, aus, Ende. Im Gelände. Meine Fresse. Ich bin schon unterwegs. Er reitet zu spät durch Nacht und Wind. Es ist der Gemadikro mit seinem. Na, Kinder habe ich noch nicht. Also passt das schon mal nicht. Ich bin ja schon da, ich bin ja schon da. Und zack. Genau. Jetzt mal Pferd. So. Alter Schwede, ja, jetzt haut ihr noch mal was raus, ne? Kannst du vergessen, Mädel? So. Was benimmt sie sich so? Ja, aber man gewöhnt sich daran. Hayachi war schon immer so. Hayachi. Und Dina. Och, Mann, was kommt da jetzt noch an? Ach, wieder so ein Muskelpaket. Na, Bodybuilding, Anabolika, was hast du genommen? Krieg ich den voll noch eine kleine? Ich glaube ja. Es sind drei. Ihr könnt mich mal. Och man, Fetti. Fetti Pit. Nee, an die Polika war das. Und los. Boah, da ist der widerständig. So, meine lieben Zuschauer. Mission erfolgreich. Wie konntest du nur? Geht alles. Ist allen gut. Das war knapp. Und mit das war knapp, beende ich auch diese Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. So gut, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Hi und herzlich willkommen auf der Endcard. Auf der linken Seite, wo Erik sitzt, mein letztes Video zu dem Projekt. Und auf der rechten, wo Shelly und Sarah sind, mein nächstes Projekt. Also, wenn ihr Lust habt, schaut da mal rein. Und oben natürlich Twitch, Facebook und Twitter ist auch bei mir erhältlich. Er hört sich komisch an, aber ist so. Und in der Mitte natürlich der Abo-Button. Wenn euch das gefallen hat, was ich gesehen habe, abonniert mich, lasst mir was da. Ich freue mich. In dem Sinne, zockt gut.